Herzlich willkommen, schön, dass Sie und ihr da seid in der Reihe Eine Zeitreise durch das jüdische Jahr. Wir befinden uns im Monat Nisan. Pessach steht vor der Tür. Ich freue mich wie immer, dass Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg da ist. Wir hatten schon viele wunderbare Sitzungen und ich freue mich auf eine weitere. Liebe Ulrike, du hast das Wort. Vielen Dank. Ja, es geht weiter in unserer Zeitreise. Und heute erreichen wir den Monat Nisan. Ja, also hier nochmal unser Jahreskreis. Und Nisan ist so fast ein Komplementär und tatsächlich ja auch gegenüber von Tischrei. Also es ist ein Monat der Feiertage. Hervorstechend ist natürlich das Pesachfest, was über 7 bzw. 8 Tage läuft, also in der Diaspora in traditionellen Gemeinden 8 Tagen. Als relativ neuer, zumindest in Europa wenig bekannter Feiertag, kommt noch das Mimuna dazu. Das ist am Ausgang von Pesach. Dazu sage ich nachher auch was. Und ein wichtiges Datum ist der 27. Nisan, Yom HaShoah. Und dann zieht sich ja eigentlich schon durch die zweite Hälfte des Monats Nisan die Omer-Zählung. Also von Pesach bis Shavuot zählen wir ja 50 Tage. Und gleich am zweiten Pesachabend beginnt diese Zählung. Aber darüber spreche ich im nächsten Monat als einen größeren Schwerpunkt. In der Tora, also mitten in der Pesach-Geschichte oder in der ganz dramatischen Situation des Auszugs, der letzten Tage vor dem Auszug, kommt so eine etwas merkwürdige Anordnung. Dieser Monat sei euch das Haupt der Monate, der erste sei er euch unter den Monaten des Jahres. Also inmitten der Dramatik, 9 Plagen sind schon gewesen, die 10. noch nicht, noch verhandelt Moschee mit dem Pharao vergeblich. Da kommt auf einmal hier ein Satz über den Kalender. Rashi, der bekannte Bibelkommentator aus dem 11. Jahrhundert, sagt sogar, das wäre die erste Mitzwa, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und es gibt eine Tradition, die im babylonischen Talmud aufbewahrt ist. Da heißt es, im Nisan seid ihr befreit worden und im Nisan sollt ihr dereinst erlöst werden. Darum ist der Nisan, der Monat, fast der ganze Monat, eigentlich ein fröhlicher Monat, an dem nur an wenigen Tagen überhaupt Trauergesten, Trauerrituale praktiziert werden. Also wie zum Beispiel das Bußgebet Tachanun zu sagen, das ist nur vor Beginn von Pesach. Und Nachmanides, geboren in Katalonien und gestorben vermutlich in Akko um 1270, sagte, Israel soll Nisan als den ersten Monat ansehen und die folgenden 11 Monate danach nummerieren, damit er als Erinnerung an das große Wunder dient, sodass wir, wann immer wir die Monate nennen, somit auch das Wunder erwähnt wird. Deshalb werden in der Tora die Monate nie benannt, sondern nur nummeriert. Das markiert den Beginn unserer Erlösung, nicht den Anfang des Jahres, das mit Tischrei beginnt. Also in der Tora finden wir, dass die Monate keine eigenen Namen haben, sondern immer nur mit Ordnungszahlen benannt werden. Der erste Monat ist eben jetzt dieser Monat, in dem Pesach begangen wird. In Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, an die Befreiung und den beginnenden Gewinn von Freiheit. Und dann fügt Nachmanides noch hinzu, eigentlich bewahrt der jüdische Kalender eine doppelte Erinnerung an Befreiung auf. Also die Nummerierung der Monate aus der Tora erinnert an den Auszug aus Ägypten, aber die Monatsnamen
sind Mitbringsel aus dem babylonischen Exil. Also sie erinnern damit daran, dass Israel auch aus dem Exil befreit wurde und zurückgeführt wurde. Und darum also Nisan als der erste Monat sind, ist eine doppelte Erinnerung an Befreiung und Erlösung. Er sagt hier, unsere Weisen haben bereits darauf hingewiesen, dass die Monatsnamen babylonischer Herkunft seien und wir ursprünglich keine Namen für die Monate hatten. Aber Jeremia sagte, gewiss wird eine Zeit kommen, so der Spruch des Ewigen, wenn es nicht mehr heißen wird, so wahr der Ewige lebt, der die Israeliten aus dem Land Ägypten herausgeführte, sondern vielmehr, so wahr der Ewige lebt, der die Israeliten aus dem Nordland herausgeführt hat und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Und ich führe sie heim auf den Boden, den ich ihren Vätern gegeben. Also Nisan ist ein wichtiges Datum als Grundlage des Kalenders. Und ansonsten steht natürlich auch neben all diesen historischen Wundern im Vordergrund, dass Nisan der Frühlingsmonat ist. Und es gibt einen Brauch, der auf den babylonischen Talmud zurückgeführt wird, dass man im Nisan hinausgeht und wenn man einen blühenden Baum sieht, dann spricht man dort einen Segensspruch. Rav Yehuda sagte, jemand, der während des Nisan ausgeht und sieht, dass Bäume blühen, spricht, gesegnet sei Gott, der es in seiner Welt an nichts mangeln lässt und der in ihr schöne Geschöpfe und Bäume schuf, damit die Menschenkinder an ihnen Freude haben. Und ich habe in Jerusalem erlebt, dass tatsächlich manche Leute in ihre Vorgärten ein Schild stellen mit der Bracha, mit diesem Segensspruch. Und die Tür ist offen. Die Leute sind eingeladen, hineinzukommen und im Angesicht eines blühenden Baumes dort im Garten diesen Segensspruch zu sagen. Ein schöner Brauch, fand ich. Ich gehe noch mal ganz kurz zum Kalenderbild zurück. Hier Nisan und Tischrei, das sind hier geht im Grunde genommen so eine Scheide durch das Jahr, also die das Jahr in zwei Hälften teilt. Das ist im Grunde genommen die Winterhälfte und das ist die Sommerhälfte. Es gibt zwar Herbst und es gibt Frühling, aber nur sehr kurz, eine ganz kurze Übergangszeit. Viel wichtiger ist, das ist die Regenzeit. Und das ist die Zeit, wo kein Regen fällt. Der einzige Niederschlag, den es gibt, ist Tau. Und das findet seinen auch Niederschlag in der Liturgie, nämlich zu Tischrei beginnen wir, um Regen zu beten. Und jeden Tag, unter anderem auch in der Amidah, im Hauptgebet, wird eingeschaltet ein Spruch. Also gesegnet sei Gott, der den Wind wehen lässt und Regen fallen lässt. Und jetzt im Nisan, und zwar genau zu Pesachbeginn, gibt es ein festliches Gebet um Tau. Also jetzt weiß man, es kommen keine Regenfälle mehr und es sollen eigentlich auch gar keine Regenfälle mehr kommen, denn dann würden sie die Ernte verderben. Aber was ein lebensrettender Niederschlag ist, ist eben Tau. Und so ist dieses Gebet um Tau ein liturgischer Höhepunkt des ersten Pesachtages. Also im Mussaf-Gebet zieht sich der Chazan in einen weißen Kittel, also eigentlich sein Todesgewand, so wie zu Yom Kippur, und singt das Gebet um Tau. Und hier habe ich einen Text abgedruckt aus dem 4., 5. Jahrhundert, aus dem Land Israel, Eretz Israel. Das ist nicht das traditionelle Gebet, was beispielsweise in aschkenasischen Synagogen hier gesungen wird, aber ich wollte einfach mal diesen Text vorstellen, der sehr alt ist und nochmal verdeutlicht, wie sehr das Jahr in zwei große Hälften geteilt ist, also eben die Regen- und die Trockenzeit, die Regen- und die Tauzeit und wie zu Pesach der Regen verabschiedet wird und der Tau willkommen geheißen wird. Ich will Lieder singen, wenn nun die Nachtigall ankommt und im Gesang dir antworten,
ziehe hin in Frieden Regen. Und auf die Werke Gottes schaue ich, denn schön sind sie zu ihrer Zeit, und mit Anmut will ich verkünden, komm in Frieden, Tau. Der Regen hat aufgehört, der Herbst ist gegangen, und alles ist in einzigartiger Pracht gebildet. Ziehe hin in Frieden, Regen. Alraunen geben ihren Duft im Garten der Liebsten, die Leiden haben aufgehört. Komm in Frieden, Tau. Samen dem Sämann und Brot dem Esser hast du entboten und bereitet. Ziehe hin in Frieden, Regen. Tropfende Milch und fließender Most auf jedem Berg und Hügel, komm in Frieden, Tau. Die Kraft der Blitze und die Himmelsrohre taten ihren Dienst. Ziehe hin in Frieden, Regen. Dem, der das Heu in Fülle erntet, ohne Zorn und Strafe, komm in Frieden, Tau. Lobpreis dem, der aus allem Leben erschafft, nichts gleicht seinen Werken, zur Zeit des Mostes in den Trauben. Ziehe hin in Frieden, Regen. Und dann das Gebet um Tau kulminiert dann in dieser abschließenden Bitte, und zwar in allen liturgischen Traditionen. Denn du bist der Ewige, unser Gott, der den Wind wehen und Tau fallen lässt, zum Segen und nicht zum Fluch. Und alle antworten dann immer Amen. Zur Sättigung und nicht zum Mangel, Amen. Zum Leben und nicht zum Tode. Also ich habe diesen Text ausgewählt, weil er so wunderschöne Naturbilder hat und einfach auch mit diesen schönen Bildern klar macht, wie wichtig Regen und Tau zu ihrer Zeit sind. Ja, und Pesach, was feiern wir da eigentlich? Das Fest hat vier Namen. Chag HaAviv, das Fest des Frühlings, das erklärt sich fast von selbst. Chag HaPesach, Fest des Pesach, und zwar Passach heißt auf Hebräisch überschreiten. Und das bezieht sich natürlich auf diese Nacht vor dem Auszug, als der Verderber die Häuser der Israeliten überschritten hat, also nicht betreten hat, als die 10. Plage ausgeführt wurde. Also darum wird es manchmal auch auf Deutsch, in alten Texten findet man noch den Begriff Überschreitungsfest. Ist heute nicht mehr gebräuchlich, aber im Englischen Passover, da ist es noch ganz vorhanden. Natürlich ist es Chag HaMatzot, das Fest der ungesäuerten Brote. Das ist allen das deutlichste Symbol dieses Festes. Und es ist Chag HaChirut, das Fest der Freiheit. In den letzten Momenten vor dem Auszug wird dreimal das Gebot gegeben, du sollst deinem Kind davon erzählen. Also noch in dem Moment, wo das Volk in der Sklaverei sitzt, voller Angst und Unsicherheit und Ungewissheit, schon in diesem Moment ergeht der Auftrag, den Kindern von dieser künftigen Errettung, Befreiung zu erzählen. Und das ist auch der Kern des Sederabends. Also dieser Gedanke liegt dem Sederabend zugrunde, dass hier einerseits Pesach ist ein nationales Fest. Es erinnert an die kollektive Geschichte des Volkes Israel, nämlich der Auszug aus Ägypten und dann die Wüstenwanderung, das Werden zur Nation, die Gabe der Tora. Aber diese große Geschichte, diese große nationale Geschichte wird innerhalb der Familie weitererzählt und weitergegeben. Und in der Familie ist es ja, wo hauptsächlich die Identität eines Menschen geprägt wird, das Selbstverständnis. Und Geschichte wird hier als intergenerationale Weitergabe zelebriert. Und dass diese Verflechtung von der großen Geschichte mit den individuellen Geschichten, das hat, glaube ich, sehr dazu beigetragen, dass der Seder über so viele Jahrhunderte
eigentlich lebendig geblieben ist und bis heute eigentlich das Hauptfest des Jahres ist. Also auch säkulare Familien feiern es. Man trifft sich zum Essen, man liest ein bisschen von der Haggadah oder macht ein bisschen von den symbolischen Speisen und Handlungen. Natürlich andere zelebrieren den kompletten Seder, aber selbst in säkularen Familien, die sich eben nicht zu einer religiösen Rettungsgeschichte in Beziehung setzen können, für die ist der Seder ein ganz wichtiges Fest. Und gerade dieser Gedanke von Freiheit, Befreiung bietet sich auch an, das mit eigenen biografischen Erzählungen zu verbinden. Im Mittelpunkt des Sederabends stehen die Kinder. Also der Sederabend ist praktisch eine Umsetzung dieses Gebotes. Du sollst deinem Kind davon erzählen. Und der Stange, indem man Dinge interessant macht, indem man sie anders macht, damit irgendein Verfremdungseffekt entsteht. Davon handelt auch das Lied Manish Tana. Also es wird heute als Lied gesungen, aber als Fragen, als Ausgangsfragen, die dann die Erzählung am Sederabend auslösen, sind sie uns schon überliefert in der Mishnah und in der Tosefta, also in rabbinischen Schriften des Ende zweiten Jahrhunderts. Heute singt es meistens der Jüngste oder alle Kinder zusammen oder auch die ganze Tischgemeinschaft zusammen. Worin unterscheidet sich diese Nacht von anderen Nächten? Denn in allen Nächten essen wir gesäuertes und ungesäuertes, heute aber nur ungesäuertes Brot. Denn in allen Nächten essen wir alle Arten von Kräutern, heute aber ausgerechnet Bitterkraut. In allen Nächten tunken wir nicht einmal ein, heute aber zweimal. Das ist auch ein Verweis auf den Seder, wo zweimal, und zwar gleich zu Beginn, eine Frucht eingetaucht wird in Salzwasser, als Symbol für die Tränen, die in der Sklaverei vergossen wurden. Und später wird noch einmal Bitterkraut eingetaucht in das Mus, was die Lehmziegel symbolisiert. Denn in allen Nächten sitzen wir mal sitzend und mal angelehnt, heute aber nur angelehnt. Es ist ein Brauch am Sederabend, richtig bequem angelehnt zu sitzen. Manche Leute stopfen sogar noch ein Kissen hinten vor die Rückenlehne, damit es bequem ist. Manchmal macht es gerade dieses Kissen unbequem, weil es dann stört. Aber es geht um das angelehnt Sitzen. Angelehnt sitzen, nicht einfach nur auf einem Hocker und eben schnell, schnell. Angelehnt sitzen ist das Zeichen von freien Menschen. Hier sieht man noch einmal ein bisschen schematisch die Elemente des Sederabends. Dazu gehört als erstes natürlich die Haggadah. Die Haggadah ist praktisch Skript für diesen Tag und den gibt es in allen möglichen Ausgaben. Also die Haggadot sind eigentlich das folkloristischste Produkt von Buchkultur innerhalb des Judentums. Es gibt reich verzierte, es gibt hier, also weiß nicht, hier habe ich eine nur mal so im historischen Stil, so die ist zweisprachig mit Reproduktion von Abbildungen und so. Es gibt auch als populäre, zum Beispiel in den USA ist bekannt, die Maxwell Haggadah, die kriegte man dann im März, April um die Pessachzeit dazu, wenn man einen Pfund Kaffee gekauft hat oder ein Kilo, dann gibt es noch die Haggadah dazu. Ich habe zu Hause, weiß nicht, bestimmt 30 verschiedene Haggadot. Hier habe ich noch mal eine mitgebracht, die auch historisch ist und auch viel mit Befreiung zu tun hat. Die ist nämlich 1946 in Shanghai herausgegeben worden. Also es war das erste Pesach nach dem Ende des Nationalsozialismus und die Emigrierten saßen dort noch, konnten noch nicht zurück und feierten dort Pesach. Also die Haggadah ist einmal ganz wichtig.
Die gibt es in allen möglichen Größen und Formen und Farben und Sprachen natürlich auch. Häufig ist es so, dass beim Sederabend jeder so seine Lieblings-Haggadah mitbringt, was auch oft ein Einstieg ist in ein Gespräch, sich auszutauschen. Was ist bei dir anders? Es gibt sehr viele Haggadot, die werden verknüpft. Also zum Beispiel eine Flüchtlingshaggadah oder eine Haggadah des politischen Aktivismus und als es um die Refuseniks, um die Bemühungen um die Auswanderung der sowjetischen Juden gab es auch spezielle Haggadah, nicht in Text, so doch in Illustration. So, und dann das Wichtigste am Seder ist außer diesem Text, der, ach so, das müsste ich vielleicht noch sagen, der natürlich nicht jetzt einfach die biblischen Texte nimmt, also sagen wir vom Buch Exodus, die ersten 15 Kapitel, so dass man am Abend diese biblische Geschichte noch einmal durchliest, sondern der Kern dieser Erzählung sind vier Verse aus dem Buch Deuteronomium, wo praktisch in ganz kondensierter Form der Exodus referiert wird. Und dann werden alle diese Verse, Versteile sogar, ausgelegt und ausgemalt. Und das ergibt eben die Länge der Erzählung. So, und dann ist natürlich auch wichtig, was an symbolischen Handlungen oder Speisen dort auf dem Tisch steht. Es gibt eine Sederschüssel, einen großen Teller, wo bestimmte Speisen angeordnet sind. Die sind dann auch dort schon vorgezeichnet. Knochen und ein Ei. Das sind beides Sachen, die werden gar nicht gegessen. Die werden auch noch so ein bisschen angekokelt, sodass sie eigentlich nicht wirklich appetitlich aussehen. Sie erinnern an das Pessachopfer und an das Festtagsopfer, das zum Wallfahrtsfest von Pessach im Tempel dargebracht wurde. Dann gibt es ein Karpas. Das ist hier wohl die Petersilie, also eine Frucht, die in Salz, also ein Gemüse, was in Salzwasser getaucht wird, eben in Erinnerung an die Tränen. Es gibt Bitterkraut, das ist hier symbolisiert durch Salat. Nee, ja, es kann beides sein. Also hier ist so ein Meerrettich und hier ist Salat. Und dann gibt es Charoset, ein Mus aus Nüssen und Äpfeln und süßem Wein oder süßem Saft, was dann so eine bräunliche Färbung hat. Das ist das Charoset, symbolisiert den Lehm, aus dem die Ziegel gebacken werden mussten. Und dann natürlich die Mazar. Es gibt drei einzelne rituelle Mazot, die dort liegen, aber daneben gibt es noch einen anderen Stapel zum freien Essen. Und im Laufe des Abends werden vier Gläser Wein getrunken in Verdeutlichung von verschiedenen Stationen, Stufen der Erlösung. Ein fünfter Becher steht noch auf dem Tisch. Das ist der Kos Eliyahu, ein Kelch für Eliyahu, den Propheten, von dem wir hoffen, dass er uns am Sederabend besucht. Denn Eliyahu ist derjenige in der rabbinischen, der die Erlösung ankündigen wird. Hier sieht man nochmal so als Foto eine Sederschüssel, also hier Knochen und Ei, die im Tempel stehen. Das ist dieses Charoset, die Lehmziegel. Hier ist das Bitterkraut, also einmal Salat und dort ist es so in geriebener Form vom Meerrettich. Und Peter, insgesamt über den Abend werden vier Gläser Wein getrunken und in dieser großen Tasche liegen drei Mazzot. Ich hatte vorhin gesagt, dass dreimal das Gebot ergeht, du sollst deinen Kindern davon erzählen und ein viertes Mal
wird es noch erwähnt, du sollst der einst, also wenn du dann deinem Kind erzählst. Also viermal kommt diese Weitergabe von den Eltern an die Kinder vor. Und da haben die Rabbiner gesagt, naja, also viermal, wenn es viermal gesagt wird, das ist jetzt nicht einfach nur eine Redundanz, damit die Leute das auch wirklich kapieren, sondern wenn es viermal gesagt wird, dann muss es sich wohl auf vier verschiedene Typen von Kindern beziehen. Und die Haggadah führt eben vier Typen auf. Das eine ist der Kluge, Chacham, der schon nach vielen Details des Sederabends fragt, also ein kluges Kind, was lernen will und gleich die Traditionen verstehen will. Und dann gibt es den, der immer als Rascha, als Bösen bezeichnet wird, der fragt immer, was soll dieses Fest euch? Also jemand, der sich herausnimmt und sagt, mit mir hat das nichts zu tun. Das kann ein Kind sein, es kann ein Jugendlicher oder eine Jugendliche sein, die pubertiert und gegen die Tradition der Eltern erstmal provozieren will. Ja, also das kann man mit verschiedenen Typen füllen. Und dann gibt es ein Einfältchen, also ein Kind, was nur so fragt, was ist das? Also ihm fehlen die genauen Worte und Begriffe, um beschreiben zu können, was es da sieht. Und dann ein viertes Kind ist ein oft dargestellt grafisch als ein kleines Kind, She'eino yodea lishol, das noch nicht zu fragen versteht, also was noch nicht sprechen kann. Und dem Kind soll man selbst die ganze Sache erklären, was da eigentlich abläuft. Heutzutage hört man häufig die Erklärung, dass es eigentlich fünf Kinder sind, denn das fünfte Kind ist das, was erst gar nicht zum Seder gekommen ist. Und wir müssen uns überlegen, wie wir dieses fünfte Kind erreichen. Also diese Passage mit den vier Kindern wird immer sehr ausgemalt, vor allem tatsächlich ausgemalt mit allen möglichen Illustrationen. Aber es gibt eben auch textliche Varianten. Und hier habe ich mal ein Beispiel von der Erzählung von den vier Söhnen, so heißt es ja eigentlich, haben zwei Rabbinerinnen, Daya Marx und Tamar Duvdevani, beide aus Jerusalem, einen Midrasch von vier Töchtern gegenübergestellt. Also um deutlich zu machen, dass auch die Mädchen, auch die Frauen am Sedertisch ihren Platz haben und einbezogen werden. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor. Wer das Buch von Dalia hat, der kann es dort auch nachlesen. Also hier werden die vier Kinder apostrophiert als weise Tochter, als wütende, also nicht als böse, sondern als wütende, als einfältige Tochter und als eine Tochter, die nicht zu fragen versteht. Und jedes Mal bekommt jede nach ihrem Niveau, nach ihrem Zugang eine Antwort. Es kommt auch auf dich an. Auch du sollst dabei sein. Auch du bist heute an unserem Tisch hier wichtig. Und es wird eben nach der Art von traditionellen Midrashim immer wieder mit Versen aus dem Tanach oder aus der rabbinischen Literatur belegt. Manishtana ist dieses Lied. Ja, worin unterscheidet sich die Nacht von anderen? Die Frage ist auch nicht nur, was ist an der Nacht anders, sondern was können wir auch verändern? Was können wir auch an dem Ritual des Seders verändern? In Text oder Bild oder Handlung? Denn es geht immer darum, dass es aktuell ist. Wir sollen uns ja so fühlen, als ob wir selber aus Ägypten ausgezogen sind. Und das schafft man am besten mit einem biografischen Bezug und eben ja unser Leben heutzutage anzusprechen. Da ist eben dann auch in Fortführung von dem Midrasch eben die Frage, wer hat seinen Platz am Sedertisch? Wird ein Seder nur so runtergerattert, gemäß dem traditionellen Text, den viele nicht verstehen?
Oder wie kann man so einen Zeder lebendig machen? Und wie kann man auch deutlich machen, dass alle ihren Platz dort haben? Und das fängt eigentlich schon mal an bei der Arbeitsteilung, dass also eben nicht allein nur die Frauen die ganze Putz- und Kocharbeit vorher zu leisten haben, sondern dass auch andere Familienmitglieder daran mitwirken und dass es nicht so ist, dass die Frauen dann am Sederabend einfach schon völlig ermattet, erschöpft am Sedertisch niedersinken und eigentlich da, wo das Fest richtig beginnt, wirklich erschöpft sind. Andere Versuche, Frauen einzubeziehen, ist zum Beispiel der Miriamskelch. Kos Miriam, also analog zu dem Kelch, der für Eliau hingestellt wird, wird mit einem anderen Weinglas auch an Miriam und ihre zentrale Rolle in der Pessach-Geschichte erwähnt. Denn wir wissen ja, nach dem Durchzug durch das Schilfmeer wird von ihr berichtet, dass sie die Frauen im Tanz und im Gesang anführte. Eine neuere Sache aus den letzten 30 Jahren ist eine Orange auf dem Sederteller, die häufig als Symbol gewertet wird, als dass zum Beispiel auch Frauen Zugang haben zum Rabbinat, dass also Frauen auch zu den zentralen Ritualen des Judentums Zugang haben und nicht nur Zuschauerinnen sein sollen. Dann gibt es Erläuterungen, die die vier Becher, die wir im Laufe des Abends trinken, mit den vier Matriarchen verbinden, also jeden Kelch einem der vier Erzmütter widmen, Sarah, Rebekka, Rachel und Lea. Und es gibt natürlich sehr viele wörtliche Auslegungen, also Ausschmückungen, Zugaben und auch visuelle Midrashim in Form von Bildern in der Haggadah. Am Ende von Pesach gibt es ein Fest, das heißt Mimuna in Israel am 8. Tag, wenn es in der Diaspora gefeiert wird, am 9. Tag. Das ist ein Fest, was auf Juden in Marokko und Tunesien zurückgeht. In den letzten 100 Jahren ist es belegt. Zum Ausgang von Pesach, man hat ja alles Chametz, alles Mehl, alles Gesäuerte weggeschafft. Man hat also nichts, um jetzt wirklich ein wieder Brot backen zu können oder wieder zu der normalen Ernährungsweise zurückzugehen. Und da war es Brauch, dass die arabischen Nachbarn kamen mit den Muffletas. Das sind diese hier so eine Crepe-ähnlichen Eierkuchen, Pfannkuchen so, die mit Honig und anderem süßen Kram oder süßem Joghurt so gefüllt wird und dann viele andere Süßspeisen brachten, was wir so traditionell als arabische Leckereien kennen, Baklava und so. Es gab einen Brauch, an diesem Abend auch Verlobungen vorzunehmen. Also dieses Mimuna war ein Fest der guten Nachbarschaft. Und es wird heute auch sehr zelebriert, besonders in Israel in den letzten 20 Jahren, wo Juden aus arabischen Ländern sich oft so an den Rand gedrängt fühlten, kulturell vernachlässigt von einer aschkenasischen Bevölkerungsgruppe, die eben sozusagen historisch die Führungsposition im Staat Israel eingenommen hatten. Und Mimuna war ein wichtiges Instrument, um den Wert von Traditionen des nordafrikanischen Judentums eben sichtbar zu machen. Heute findet man eigentlich, dass alle Politiker gehen hin und lassen sich dann zum Mimuna irgendwo einladen und fotografieren, um damit die Botschaft auszusenden. Schaut mal, wie integrierend wir sind. Man wünscht sich Tirbichu v'Tisadu, möget ihr Erfolg und Glück haben. Und zumindest hier nach Berlin ist inzwischen dieses
Mimuna schon gekommen. Also in der Synagoge Frenkelufer wird jedes Jahr Mimuna gefeiert, also auch in diesem Jahr wieder. Nach 2 Jahren Pause, wo das nur per Zoom gefeiert wurde, aber das ist nichts mit Musik und eben viel Essen und diesen Muffletas. David Busaglo, Rabbiner David Busaglo, war ein wichtiger Protagonist, der nordafrikanischen Juden und Jüdinnen. Er hat ein Gedicht: Araber, gemeinsam sitzen sie alle um die Tafel. Ihr Herz erfreuen Instrumente und Gesang. Die Hebräerin zog ein arabisches Gewand an. Also ein Fest, was sehr auf Dialog und wenige Tage nach dem Ende von Pesach kommt Yom HaShoah, was in jüdischen Gemeinden weltweit eigentlich der wichtigste Tag ist, um an die Shoah zu erinnern. Natürlich gibt es überall auch lokale Traditionen, hier in Deutschland ganz klar, 9. und 10. November. Aber innerhalb der jüdischen Gemeinden ist der Yom HaShoah also viel stärker der Gedenktag als beispielsweise der 27. Januar. In Israel ist es ein wichtiger nationaler Gedenktag geworden. Seit 1951 wurde er von David Ben-Gurion und seiner Regierung verankert im offiziellen Kalender. Und er heißt eigentlich Tag des Gedenkens an die Shoah und an das Heldentum. Also nicht nur die Vernichtung, die Zerstörung soll im Mittelpunkt stehen, sondern auch Fragen von Widerstand und Selbstbehauptung sollen gewürdigt werden. In Israel ist es kann man dem Tag gar nicht entgehen. Abends schließen schon um 19 Uhr eigentlich fast alle Geschäfte und Restaurants und Vergnügungsstätten, Kinos und so weiter. Es gibt dann abends in Yad Vashem, in der Gedenkstätte, eine große zentrale Feier, wo Überlebende eingeladen werden, 6 Fackeln zu zünden in Erinnerung an die 6 Millionen. Am nächsten Morgen ist um 10 Uhr 2 Minuten lang ertönt eine Sirene und es gibt dann viele Gedenkveranstaltungen. Am Tag über gibt es Dokumentationen im Fernsehen. Es gibt ein spezielles El Maale Rachamim, ein Gedenkgebet. Um dieses Datum herum war es üblich, dass Oberschüler aus der 11. Klasse etwa nach Polen fahren und diesen March of the Living nach Auschwitz durchführen. Und dieser Tag legt uns natürlich auch die Frage vor, welche religiösen Formen wir haben, um dieser Tragödie zu gedenken. Denn wir haben 4 Fastentage im Jahr, die an die Zerstörung Jerusalems erinnern, durch die Römer im Jahre 70 und auch an die Zerstörung durch die Babylonier im 6. Jahrhundert vor der Zeitrechnung, also vor 2000 bzw. vor 2600 Jahren. So lange wird das Erinnern an diese Tragödien bewahrt und hat einen festen Platz im liturgischen Kalender. Während eben diese große Katastrophe des 20. Jahrhunderts noch keine Form gefunden hat, keine feste Form, ja, die auch einen Eingang gefunden hat in die Synagogen. Es ist in Israel praktisch ein säkulares Ritual. Man erkennt es hier in all diesen Formen, die es gibt. Es gibt einen festen Formenkanon, mit dem Yom HaShoah begangen wird. Aber hat es noch nicht seinen Weg gefunden. Es gibt verschiedene Versuche, also Gedichte und Textlesungen in den Gottesdienst einzuführen, ins Abendgebet oder ins Morgengebet. Es gibt eine Megillat HaShoah, eine Megillah, eine Schriftrolle, die in 6 Kapiteln die Tragödie der Shoah
schildert, aber es ist beispielsweise auch kein offizieller Fastentag. So, und dann abschließend will ich noch einen Text vorlesen von Amnon Rybak, einem Rabbiner aus Israel, der diese Frage aufwirft: Wie kann es uns denn gelingen, das Geschehen von vor über 3000 Jahren tatsächlich uns gegenwärtig zu lassen? Wie kann es gelingen, dass wir sagen können, jeder Mensch soll sich so fühlen und kann sich so fühlen, als ob er oder sie selbst aus Ägypten herausgeführt wurde? Und sein Text geht so: Jeder Mensch braucht irgendein Ägypten, um sich selbst aus ihm herauszuführen. Mit starkem Arm oder unter Zähneknirschen. Jeder Mensch braucht ein Grauen und eine große Finsternis und Trost und Verheißung und Rettung, damit er seine Augen zum Himmel zu erheben weiß. Jeder Mensch braucht ein Gebet, das ihm auf den Lippen liegt. Ein Mensch muss sich einmal ergeben. Jeder Mensch braucht eine Schulter. Jeder Mensch braucht irgendein Ägypten, um sich selbst aus ihm, aus dem Sklavenhaus zu erlösen. Um mitten in der Nacht in die Wüste der Ängste auszuziehen, um geradewegs auf das Wasser loszumarschieren, um zu sehen, wie es sich vor ihm teilt. Jeder Mensch braucht eine Schulter, um auf ihn die Gebeine Josefs zu tragen. Jeder Mensch muss sich aufrichten. Jeder Mensch braucht irgendein Ägypten und Jerusalem und eine lange Wanderung, an die ihn seine Fußsohlen auf ewig erinnern. Ja, bis hier. Herzlichen Dank für diese Tour de Force. Ja. Das war es wirklich. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank. Heute werden wir es etwas knapper halten. Ein großer Dank nochmal an Ulrike für die wunderbaren Erläuterungen. Es bleibt auf die nächste Veranstaltung hinzuweisen, die am 5. Mai ist. Bis dahin bleibt noch zu sagen, Chag Sameach, wer Pessach feiert und ein gesegnetes Osterfest, denjenigen, die Ostern feiern. Und jetzt noch einmal ein letztes Wort an Ulrike zur Verabschiedung. Einfach Dann genau dasselbe wollte ich auch sagen. Also Chag Sameach, also ein Fest der Freiheit. Und ja, für die, die Ostern feiern, wünsche ich frohe Ostern.